Hallo ihr Lieben, ich heiße Annika und ich bin heute zu Gast im Familienbüro bei Max und Mia. Hallo Max, hallo Mia. Wir können uns heute leider nicht umarmen. Wir müssen ja leider etwas auf Abstand gehen, damit wir uns mit dem Coronavirus nicht anstecken. Aber bald können wir uns bestimmt wieder ganz doll umarmen. Danke, dass ich heute bei euch zu Besuch sein darf. Meine Kollegin Nina hat euch ja letztens auch schon ein Video reingestellt, in dem sie euch gebeten hat, Max und Mia die Langeweile ein bisschen zu vertreiben und den beiden vielleicht einen netten Brief zu schreiben, vielleicht auch ein selbstgemaltes Bild dazulegen. Und die zwei haben mir schon gesagt, dass sie ganz aufgeregt sind und jeden Tag schon an den Briefkasten gehen und nachschauen, ob schon neue Post von euch gekommen ist. Ja, und im Gegenzug, weil die zwei sich so freuen, haben sie sich jetzt überlegt, mit euch ein Max und Mia Quiz zu machen. Und zwar haben wir da die erste Frage, die lautet: Welche Haarfarbe haben denn Mias Haarschleifen? Na, Mia versucht sie zu verstecken, vielleicht habt ihr sie noch gesehen. So, wenn ihr die richtige Antwort wisst, schnell aufschreiben oder mit Hilfe von Mama und Papa. Und dann geht's weiter mit der zweiten Frage. Wie heißt denn die Schwester von Max? Da ist sie. Sie hat den Namen auch auf ihrem Shirt stehen. Wenn ihr die Antwort habt, dann auch wieder aufschreiben. Dann kommen wir auch schon zur dritten Frage. Und zwar feiern wir ja hier mit euch immer gemeinsam im Dezember ein Fest, wo Max und Mia auch immer dabei sind. Wisst ihr, welches Fest das ist? Ich glaube, der Max hat einen kleinen Chip an seiner Hose. Seht ihr es? Welches Fest könnte das sein? Wenn ihr die richtige Antwort wisst, auch wieder aufschreiben. So, dann haben Max und Mia noch eine Bonusfrage für euch. Und zwar, wie lange gibt es denn hier das Familienbüro und Max und Mia schon? Wir hatten eine Eröffnungsfeier, vielleicht war der eine oder andere von euch auch dabei. Ansonsten könnt ihr Mama oder Papa fragen oder vielleicht ein bisschen im Internet recherchieren, da werdet ihr die Antwort sicherlich finden. So, wenn ihr dann alle Antworten habt und aufgeschrieben habt, könnt ihr uns entweder eine E-Mail senden an familienbüro@gelsenkirchen.de. Dann aber nicht vergessen, auch eure Adresse dazu zu schreiben. Oder ihr schickt direkt einen Brief an das Familienbüro Ebertstraße 20 in 45879 Gelsenkirchen. Und Max und Mia haben mir gerade verraten, dass sie euch auf jeden Fall auch antworten werden und legen euch noch zwei Überraschungen dazu. Ja, das war's von uns hier aus dem Familienbüro. Vielen Dank, Max und Mia. Wir freuen uns sehr auf eure Briefe und sagen bis bald, bleibt gesund. Tschüss.